Sie sind hier, vergrößern, verkleinern. Der VfL Osnabrück führt die 3. Liga wieder an Urheberrecht. Getty Images Update. Der VfL Osnabrück verpasst bei Carl Zeiss Jena zwar den Sieg, rückt aber trotzdem auf Platz 1 vor. Der VfR Aalen schlägt den FSV Zwickau. Der VfL Osnabrück hat durch eine Nullnummer bei Carl Zeiss Jena am Sonntag wieder die Tabellenführung in der 3. Liga übernommen. Die Niedersachsen schoben sich mit 19 Punkten aufgrund der besseren Tordifferenz am bisherigen Spitzenreiter Karlsruher SC vorbei. Ebenfalls 19 Zähler weist Aufsteiger KFC Göttingen auf. Die Highlights der Partie in 3. Liga pur, der 10. Spieltag am Montag ab 23.30 Uhr live im TV auf Sport 1 und im Stream. Im zweiten Sonntagsspiel unterlag der FSV Zwickau gegen den VfR Aalen mit 2:3, 1:2. Royal Dominik Fennel, 2. Nico Antonic, 36. Eigentor und Nicolas Sessa, 82. trafen für die Gäste. Royal Dominik Fennel, 24. glich zwischenzeitlich per Eigentor zum 1:1 aus. Davy Frick, 90. gelang der Treffer zum Endstand. Von Sportinformationsdienst.